Wenn wir so einen Regenbogen-Goblin haben. Habe ich niemals gesehen. Noch mehr versteckte Fußspuren. Wir sollten bald in die Stadt gehen. Wir sollten den Fußspuren noch folgen sein und dann in die Stadt gehen. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Fleisch! Das Ritual! Das Ritual! So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Lasst uns... Ich schulde euch mein Leben. Sie haben meinen armen Namen. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Ihr Meister Belial will in Sanctuario einfallen. Ebenso sein Bruder Asmodan. Ja, ihr Meister Belial. Ich werde sie beide töten, ihre Armeen zerschlagen und Sanctuario vor Schaden bewahren. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Warum solltet ihr denn ausgerechnet uns suchen? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Oh Gott, jetzt kommt die mit ihrer ich bin nicht aus Kaldien. Lebensgeschichte, oder was? Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Nein, das sollen wir machen. Zeit der Zeichen und Prophezeiungen. Eure ist nur eine weitere. Ihr dürft gern an meiner Seite kämpfen. Ich dachte schon auf deinem Schoß kämpfen oder so. Bist du so der Barbar mit solchen tausend Weibern so um dich herum? Ja, besondere Gegner! Diese Kreatur muss sterben. Tot. Reiz ich erstmal rein, verbrennt sie so mit meinem Kuchen. Oh, mein Inventar ist voll. Meine Tasche ist voll. Ja, meins auch. Wir gehen zurück, da ist ein Portal. Oder öffnen wir einfach hier ein Stadtportal. Ich muss zurückkehren. Neue Waren, juhu! Neue Waren in deinem Arsch. Ja, die schenken sie in deinem Arsch. In deinem Asch. Da ascht der Fox hier mal rein. In dein Hinterteil. Oder Zillot? Ich wusste gleich, dass Fox die Ärsche nascht. Was? Ärsche nascht? Ich hab gesagt, er ascht da rein. Also so, wenn er so raucht mit seiner Asche, dann soll er Aschenbecher so Ärsche benutzen. Das magst du doch, oder? Zillot. Komm, gib doch zu, dass sich das so anmacht. Hey, verehrter Herr. Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Ja, nein! Oh. Ich meine, außer dass ich fast meine Trümmerteile verkauft. Wieso gehe ich jetzt wieder zurück? Ich kehre in die Stadt zurück. Gnarf. Oh cool, Loot. Oh, da ist eine Truhe. Hört auf vorzurennen. Ich renne nicht vor. Ich renne nebenhin. Ja, haut er mal raus, ist er tot. Das ist doch Wahnsinn. Ja,
Ah. Ja, das habe ich gesagt, du wolltest mich runterschubsen. Natürlich wollte ich das tun. Was, du hast gesagt, er soll dich runterschubsen? Cool. Mhm. Und ja, Foxy. Den Foxy, der fällt die Klippe runter. Ich will die rüber springen. Oh, das sind spezielle Gegner. Nein. Ich komme. Wir gleich kommen. Ich kann nicht so hoch springen. Oh. Noch mehr. Regenbogen-Goblin! Oha! Foxy, hör auf! Tötet ihn! Schnell! Ja, Regenbogen-Portal! Oh, oh, what the fuck, ich bin drin! Ich auch! Tötet es! Hab den Loot raus vergessen! Regenbogen-Einhörner! Die begiftete Welt! So sieht es nämlich immer aus, wenn Foxy in Havanna ist. Mhm. Fette Einhörner! Blut überall. Sie sind gar nicht so hier reinpasst. Ich freue mich schon auf den Kampf. Ich hab ein Handwerkzeug bekommen. Diese tolle Welt, die so aussieht wie so ein Crack-Albtraum. Gibt's hier irgendwo geilen Loot? Einhörner. Hässliche Teddybären. Vor allem, wie die einfach so in Stücke fliegen. OP-Einhörner. Dein Asker ist ja schon da. Ja, legendäre Zweihänder. Ich hab hier Goldzopfkopf gefunden. Der Scherben. Foxy hat ein Level up, Fotzelot. Alter. Noch nicht bereit. Hat Zillot sein Level up und dann kurz danach komme ich. Toll. Okay, Level 34. Ich würde sagen, unfairer Levelvorteil. Aber sowas von. Aber war so dann stürzt. Goldkessel. Oh Mann. Hier bei der Level Foxy. Man merkt einfach, dass Fox. Man sieht einfach nur, wie Foxy seine Leben runtergehen. Ja, weil ich gegen was Goldenes kämpfe. Oh, wir haben den Ausgang gefunden. Ich wollte noch nicht rausgehen. Ich gehe auch nicht raus. Also solltest du diese Wolken aktivieren. Die können ab und zu mal richtig geiles Zeug bringen. Einfach will. Oh mein Gott. Bis die Musik auf einmal weg ist. Ja. Oh Gott. Das sind ein paar Teddybären. So viele. Lol, Moment, die sind einfach aus den Gegnern rausgeschüpft, deine Barbarenkumpels. Ja.
kommen solche Blitze bei diesen Gegnern und auf einmal da platzen die und die Barbaren kommen raus. Ohne Pinata. Oh, ein legendärer Dolch. Ich krieg keine legendären Gegenstände. Special Gegner. Oh geil. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich benötige mehr Zorn. Hier läuft irgend so ein Killer-Ding rum. Killer-Ding? Ja, irgendwas Goldenes. So wie ich weiß, gibt es mindestens hier vier solche lilane Gegner. Oder kann es ich hab schon. Oh, mein Inventar ist Platz einfach. Keinen Platz mehr. Ja, ich auch. Ich muss zurück. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Gleich auch. Dann nutze ich die Kane-Chronik, um mal schnell mein Zeug zu identifizieren. Da ist er ja. Echt jetzt, der horadrische Hamburger ist ein Dolch. Okay, dann will ich mal aus. Hallo Walnar. Hey. In der Aufnahme. Ich störe euch nicht. Hm? Ich hoffe, ich störe euch nicht. Ein Todesbär! Ein Todesbär, ein Todesbär, ein Todesbär, Hilfe! Nein, ich will den Loot von Foxy haben, ich muss zu Foxy wieder. Ja, ich auch. Das ist der Bär auf Doom! Der Loot! Ah, das ist das, was... Sillard meinte. Ich bin überlastet. Ich bin jetzt bei der Aufnahme oder wie? Ich muss zurückkehren. Ja klar. Oha. Ja was jetzt? Ja wie was? Dass er, ich dachte, er hat gesagt, ob er jetzt bei der Aufnahme drin ist. Oh, nee, ob er bei der Aufnahme stört. Oh, das weiß ich nicht. Sorry, Charlie. Foxy? Ja, egal, ist mir egal. Okay, also es ist. Ja, wir sind ja nicht Fubi. Ja. Ah ja. Der Walnar sorgt für ein zusätzliches Plus an Unterhaltung. Oha. Ja. Ja, während ich Minecraft spiele. Oh. Foxy kommt und sagt nur oh wei. Oh wei. Guck, oh wei, oh wei. Oha. Ja, wo bist du eigentlich, Foxy? Ach, der chillt wieder irgendwo da hinten rum. Unter Foxy. Hi, Foxy. Ja, ich sag nur. Seid jetzt beide da hinten, oh Gott. Ja, hier waren euch erkundet. Oh mein Gott, Killerblumen. Nur Geduld. Ich kam da von da unten her. Ach ja. Noch nicht bereit. So ein Crack-Albtraum, Albtraum dieses Land. Ich finde die Minimap sieht ja schön aus. Ja. Oben gibt's noch ein Gebiet, wo wir nicht waren. Ganz oben, echt? Ja. Ja, stimmt, da an der Seite gibt's noch so ein Ding. Huch, ist das Portal gerade mal durch, dachte ich schon. Wie oft kannst du den Teleport denn einsetzen? Ja. So aus. Oh, tschüss. Boah, oh, lol. Auch wirklich Schuhe mit Bewegungsgeschwindigkeit. Nur Geduld. Und mein Charakter immer sagt immer so nur Geduld, wenn ich diesen blöden Skill benutzen will. Der kann sich zweimal hintereinander teleportieren, das ist schlimm.
Foxy, ich bin dafür, dass wir dass du diesen Skill nicht mehr benutzt. Wieso? Weil er uns ja gegenüber Asuka ist. Asuka könnte sich dann etwas nicht OP vorkommen. Asuka, wo bist du hin? Wir laufen nach dahin. Schenken. Ja, warte. Also, er war auch den horadrischen Hamburger. Ja, den will ich dir schenken. Ja. Ey, Blauer! Fuck. Dann nehme ich den halt mit. Nein, Foxy. Foxy auf. Foxy, ich komm zu dir. Bin schon da. Kannst du mir den horadrischen Hamburger schenken? Hä? Ach, du kannst dich zu ihm teleportieren oder was? Ja, macht er doch ganz Zeit schon. Okay, cool. Bin jetzt auch bei Foxy. Gib mir den Hamburger. Waffenschneid. Nein. Klar. Nein. Ey. Ja. Dann bist du damit. Verkaufen bei eBay. Ja. Der mächtige eBay-Lord. Oh, ich kann keine zwei Waffen halten. Oha. Guck mal, wie sieht denn das aus? Hast du einen Hamburger in der Hand? Ja, er hat immer diesen Hamburger in der Hand. Wie geil. Jetzt habe ich zwei horadrische Hamburger. Oh, wei. Na gut, den ich bekommen habe, der war stärker. User joined aber... your channel. Hallo. Okay. User disconnected from your channel. Cool. Okay. Da ist so ein Typ. Ein Typ namens Link. Oha. Link? Oh mein Gott, Link war hier. Der Link, der ist immer pink. Nicht wahr. Wow, das heißt, so nicht, jetzt hast du jeden Link-Fan. Ja, Zelda-Fan. Beleidigt. Ich nicht erwähnen. Das hat einfach so abgefärbt, voll. So schlimm. Nee, da ist wieder Bimbo. Echt? Müssen wir so während der Aufnahme dann so rausgehen oder so rumschreien? Das ist ein Runder von meinem Grundstück. So rufe ich die Polizei. Ja, genau. So während, schreien, während die so auf der TS rein. Während die, ja, während die das so auf der Straße stehen. Die stehen halt so dann auf der, wahrscheinlich so auf der Straße und dann schreien und dann schreibt man so, ja, runter von meinem Grundstück. Genau. Weiß noch, das hat mal so eine Oma, da hat mal so eine komische Oma uns angeschrien, weil wir auf dem Gehweg waren und hat so gesagt, so runter von meinem Grundstück oder ich rufe die Polizei. Genau. Das basiert auf einer wahren Begebenheit. Fox, du kannst dich da nicht verstecken. Das ist Loot gewesen noch. Echt? Ja. Guck, da ist Loot noch dahinter. Ja. Ich sortiere gerade meine Truhe. Oh, ich krieg nur Scheiße. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach da hinten oben. Okay. Guck, der kann auch zweimal. Was, ich? Ja. Nein, ich kann einfach sprinten und einfach springen. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt werde ich mich beweisen. Boah, ich werde mich jetzt beweisen, cool. Hast du das Eierbeweis? Ja. Boah, Foxy hat Level Up. In ungefähr 7 bis 10 Minuten machen wir noch eine kurze Pause. Oha. Schon wieder? Oha. Ja, nicht lange Pause, kurze Pause. So, Pinkelpause, oder? Ja, und rauchen. Und Licht anmachen und so weiter. Und so. Ihr müsst mir das Tor öffnen. Ich muss nach Alcanus gelangen. Ihr seid wohl von Sinn.
Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay, auf dem Kommandoposten. Dann töten wir Hauptmann David. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Er hat euch als Ablenkung benutzt und ich habe es zugelassen. Euer Tod ist die verlorene Zeit allemal wert. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagt ihn! Belial weiß nicht, was Loyalität bedeutet. Er hat... Diese schlangenartigen Dämonen sind Belials bevorzugt. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Das snackt die dann einfach. Und dann nom. Warte, also, Schiff öffnet. Achso. Nom. Ja, nom. Akarat gewährt mir seine Gunst. Hat Magda Alkarnus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Je schneller ihr also dieses Tor öffnet, desto schneller wird dem Ort Gerechtigkeit widerfahren. Das mach ich. Ach, Palastgeisel, ich hab Plasmageisel gelesen. Ja, so ein Plasmageisel. So ein Plasmaschild. Ich hätte zwar jetzt gesagt, dass wir schnell eine kleine Pause machen, aber Zillord ist ja, besteht darauf vorzurennen, cool. Ich hab gesagt, in 7 Minuten. Ja, Asker. Ihr könnt es ja schon vorverlegen und dann... Ja, vorverlegen, Pause vorverlegen. Ja. Oh Gott, Asker. Dann weniger... Ach, das ist mit den Parts nicht. Ach so. Wenn du Pause sowas gesagt hast, so. Nee. Aber es hat doch so schön, hat gerade auch so toll gepasst. Wir sind da fertig, gehen da raus und da könnte man Pause machen, aber Zillord muss vor, rennt vor, also. Ja, besser, wenn wir dann bei so einem Speicherpunkt oder so dann Pause machen. Mitten im Krieg. Alles mitten im Krieg. Mitten im Krieg machen Pause. Mach die. Der Krieg schläft wie was. Da muss ich mal gucken, ob mein Steam-Download dann schon fertig ist. Nicht nieder vor Zakarum. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Sein Download. Ja, voll. Hm? Straße nach. Ich hab den Download voll gesperrt. Cool. Ich glaub, hier müssen wir lang. Ja, hier müssen wir auch lang. Ich weiß nicht, wo der Chillord. Ach, der Chillord, der ist schon da. Baby, ist schon Herr der drin. Ist der am schwersten zu fassen. Was ist das? So wie ein Meister Tod. Der Täuschung. Was ist das? Was ist das? Tod. Wollte gegen die großen Übel anstiftete. Oh, das ist aber verbessern natürlich. Damit nicht. Begann der Helft uns. Ich krieg kein Zeug. Zollner, mach was. Ich kann nicht glauben, dass es endlich vorbei ist. Die Zauberer, dass ich 100% mit Droplock hab. Oha. Ich verdanke euch alles. Guck mal, der Zillow, der ist schon irgendwo anders drin. Rennt immer in den Keller rein. Tausend Leichen hier. Noch ein Keller. Ein sandiger Keller. Wow. Noch nicht bereit. Da ist voll viel Sand drin, so wie in Sun City. Ja. Für ein Symbol. So, das ist ein. Was ist das? Eine Kuh? Oscar, was ist das hier? Ein Drache. Held hat vor, dich in Alkarnus anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten.
Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Du könntest genauso gut vorhaben, mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen, dich zu töten. Ich würde das sehr bedauern, aber dennoch. Ich glaube, ich könnte es übers Herz brechen. So. Nimm hier nicht die Magma. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell Magma und dann. Hier ist die Magma, ja. Dann wie lange dauert noch, bis wie lange geht es noch, deine Aufnahme, Foxy? Möge das Licht euch Gnade gewähren, 2 Minuten noch raus. Okay, das schaffen wir. Ja, 2 Minuten schaffen wir locker. Die 50 Sekunden dauert. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Hex. Voll die Rande hier, Magda. So, erstmal zu Rambo werden. Ja. Und tot! Das hat 2 Erfolge bekommen. Der Schmetterlingseffekt. Du hast einen Erfolg gekriegt, ich auch. Als ich dem dunklen Zirkel Herr der Fliegen. War er schwach und okay, was haben wir bekommen? Würde Magda ohne von ihr Insektenangriff getroffen zu werden. Während die Großen übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Oh, Zwischensequenz. Oh, cool. Bist du jetzt rausgegangen, oder? Ja, zur Stadt. Ach so. Ich muss zurückkehren. Mache ich auch. Oh, Zwischensequenz. Ah ja. Als Magda starb, schwor sie, dass Belial über alles herrschen würde. Das werde ich nicht zulassen. Müsst ihr unbedingt in die Zwischensequenz reden? Ja. Das ist bei der Zwischensequenz reingeredet, Oskar. Ja, du nimmst ja nicht mit auf. Weißt du ja nicht. Der hat ja Bandicam auch geholt, der. Der Zylon. Ich war so geheim auf, lass das so in 10 Jahren hoch. Ja. Ja. Super. In 10 Jahren, wenn wir alle tot sind, ist er radioaktiv verstrahlt und lädt es hoch. Gut, ich würde mal sagen, wir machen hier mal eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, ihr kleinen Bimbos, Sunbros und so. Also bis dann.